Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um Pflegepersonal in Kliniken. Erster Redner Harald Weinberg für die Linke. Gestern bei der Debatte um die Krankenhausfinanzierung hatte ich ja so eine Art Déjà-vu-Erlebnis. Nur wenige Rednerinnen konnten zugeben, dass da in der Krankenhauspolitik der letzten 15 Jahre doch einiges schiefgelaufen ist und die Politik daran einen erheblichen Anteil hatte und hat. Der Personalnotstand in den Krankenhäusern, der durch die Zange von Finanzierung mit diagnosebezogenen Fallpauschalen und mangelhafter Investitionsförderung der Länder herbeigeführt worden ist, wird nach wie vor in seiner Dramatik unzureichend wahrgenommen. Zwar ist das simple Leugnen, so wie ich das noch in den Debatten 2010 erlebt habe, nicht mehr möglich. Dafür haben die Proteste und Aktionen der Betroffenen inzwischen zum Glück gesorgt. Aber die Maßnahmen kommen zu zaghaft und zu zögerlich. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen jedoch jetzt durchgreifend verbessert werden. Die Bezahlung muss jetzt deutlich nach oben. Das ist jetzt notwendig im Wortsinne, um die Not zu wenden, damit der Flexit, die Flucht aus dem Beruf gestoppt und Pflegekräfte wiedergewonnen werden können, die bereits rausgegangen sind. Und ein Baustein, der die Bedingungen positiv beeinflussen kann, ist die Pflegepersonalregelung 2.0, die in unserem Antrag im Mittelpunkt steht. Und es ist doch ein bemerkenswerter Vorgang gewesen, wie man immer wieder betonen muss, dass eine Gewerkschaft, nämlich Verdi, ein Interessensverband der Arbeitgeberseite, nämlich die Deutsche Krankenhausgesellschaft, und eine berufsständische Organisation, nämlich der Deutsche Pflegerat, sich im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege auf ein gemeinsames Konzept für eine bedarfsgerechte Pflegepersonalbemessung haben einigen können. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist der Erfolg der Kämpfe und Aktionen gegen den Pflegenotstand, die in den letzten Jahren vor allem von den Pflegekräften selbst geführt worden sind. Das Motto des ersten Streiks an der Charité, mehr von uns ist besser für alle, ist inzwischen Land auf Land ab gegangen. Mittlerweile sind in 18 Krankenhäusern Tarifverträge oder vergleichbare Vereinbarungen erzielt worden, die Entlastung der Beschäftigten und damit eine bessere Patientenversorgung festschreiben. In Berlin, Hamburg, Bremen und Bayern hat es Volksentscheide und Volksbegehren gegeben, die diese Forderung nach einem bedarfsgerechten Personalbemessungsinstrument in den Krankenhäusern zum Inhalt hatten. Und auch wenn sie am Ende in der Mehrheit rechtlich verhindert worden sind, so gab es doch insgesamt über 200.000 Menschen, die das mit ihrer Unterschrift unterstützt haben, alleine in diesen drei Städten und einem Flächenland. Erinnert sei auch noch an die Petition von Verdi vor fünf Jahren zu dieser Frage, die mit über 190.000 Mitzeichnungen eine der erfolgreichsten Petitionen gewesen ist. Nun direkt zu unserem Antrag. Als Weiterentwicklung der bis 1996 geltenden Pflegepersonalregelung wäre die PPR 2.0 unmittelbar einsatzfähig, zumal sie als alte PPR in vielen Häusern im Hintergrund immer noch angewendet wird. Und dass dies geht, bestätigt die Testphase, die im November 2019 in bundesweit 44 Krankenhäusern durchgeführt wurde. Die Maßnahmen wie die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung und das Pflegepersonalstärkungsgesetz zeigen, dass die Bundesregierung und die Koalition das Problem inzwischen erkannt hat und reagiert. Beide Maßnahmen decken jedoch zunächst einmal die Probleme in den Krankenhäusern schonungslos auf, die aus der jahrelangen Wirkung der erwähnten Zange entstanden sind. Die Anteile in den DRGs, die für die Pflege vorgesehen waren, sind über die Jahre zweckentfremdet worden, um mangelnde Finanzierung der Investitionen durch die Länder zu kompensieren. Und wenn jetzt die Pflegekosten aus den DRGs rausgerechnet werden, wird dieser Umstand natürlich in Form einer Finanzierungslücke in den Krankenhäusern zunächst einmal sichtbar und bringt natürlich Krankenhäuser in schwierige Situationen. Wichtige pflegeintensive Stationen in den Krankenhäusern werden mit viel zu wenig Pflegepersonal betrieben, Patientengefährdung inklusive. Das darf nicht so weitergehen. Vor inzwischen 6 Wochen hat Staatssekretär Dr. Gebhardt auf eine Frage von mir geantwortet, ich zitiere, die Bundesregierung wird das vorgestellte Pflegebedarfsmessungsinstrument PPR 2.0 einer zeitnahen und umfassenden Prüfung unterziehen. Und, ich zitiere, die Ergebnisse der Prüfung werden zeitnah kommuniziert.
Ich habe großes Verständnis dafür, dass angesichts der Corona-Pandemie die aktuellen Prioritäten anders gesetzt werden. Nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich habe da großes Verständnis für. Aber ich habe auch erlebt, dass die mit der Corona begründeten generelle Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen bei den betroffenen Pflegekräften überhaupt nicht gut angekommen sind. Deshalb wäre es ein wichtiges und starkes Signal an die Pflegekräfte, wenn unser Antrag von allen demokratischen Fraktionen dieses Hauses und auch der Bundesregierung wohlwollend und ernsthaft beraten und beschieden würde. Die Pflegekräfte in diesem Land sind jetzt angesichts der Pandemie zusätzlich gefordert. Sie haben das verdient, dass jetzt da ernsthaft drüber geredet wird. Und ein letztes. Wir müssen der fortschreitenden Privatisierung und Kommerzialisierung von Gesundheits- und Pflegedienstleistungen ein Ende setzen. Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Vielen Dank. Ja, Kliniken dürfen in der Tat angesichts der steigenden Zahl von Coronavirus-Fällen vorübergehend die Vorgaben zur Mindestbesetzung mit Pflegekräften davon abweichen. Der Bundesgesundheitsminister, der hat die festen Personaluntergrenzen für bestimmte Stationen bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Das spielt hier natürlich mit in diese Debatte hinein. Alexander Kraus für die Union. In den vergangenen Monaten eine deutlich größere Wertschätzung erfahren. Das war auch notwendig. Das ist gut so, das ist richtig so. Denn die Krankenschwestern bei uns im Land machen einen Spitzenjob. Sie gehören zu den Leistungsträgern in unserer Gesellschaft. Seit vorigem Jahr greift unser Sofortprogramm Pflege. Wir haben ja beschlossen, dass jede zusätzliche Pflegekraft voll finanziert wird. Jede Krankenschwester, die zusätzlich eingestellt wird, wird voll finanziert. Und auf der anderen Seite wird jede Tarifsteigerung 1:1 finanziert. Das war die einschneidendste Verbesserung der vergangenen Jahre im Krankenhausbereich. Denn wie war die Situation vorher gewesen? Die Krankenhäuser haben über die Jahre mehr und mehr Ärzte eingestellt, weil die Ärzte diejenigen sind, die Leistungen abrechnen können. Und auf der anderen Seite ist die Zahl des Pflegepersonals bestenfalls gleich geblieben, zum Teil aber auch reduziert worden, weil manche Krankenhäuser in den Krankenschwestern eine Kostenstelle mit zwei Ohren gesehen haben. Und das war eine vollkommen falsche Einschätzung, wo wir gesagt haben, wir müssen diesen Fehler korrigieren, wir müssen hier korrigierend eingreifen. Und das haben wir getan und ich glaube, das war auch richtig so. Jetzt ist ein Vorschlag auf dem Tisch über den Bedarf des Pflegepersonals, wie man den bemessen kann. Deswegen danke ich auch den Akteuren, die da mitgewirkt haben, das zu machen. Es war ja auch ein Auftrag aus der konzertierten Aktion Pflege. Und wir sind aufgerufen, diesen Vorschlag zu prüfen. Wir werden es auch, Herr Kollege Weinberg, wohlwollend prüfen. Steht selbstverständlich dem nichts entgegen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir Ihrem Antrag dann wirklich zustimmen. Denn wir müssen zuerst eine Frage klären, woher nehmen wir die Pflegekräfte? Also der Vorschlag besagt, dass man bis zu 80.000 neue Pflegekräfte braucht. Und da sage ich auch ganz deutlich, nicht nur woher nehmen, ohne zu stehlen. Also ich möchte nicht, dass wir dann gucken, wie wir die Pflegekräfte absaugen können aus den Reha-Einrichtungen oder aus der Altenpflege, wo wir ja 15.000 offene Altenpflegestellen haben, die unbesetzt sind. Das möchte ich nicht, sondern wir müssen uns da schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Und wir müssen uns auch mal anschauen, wie die Situation jetzt in den Krankenhäusern ist. Also im Dezember sagt das Deutsche Krankenhausinstitut, es gibt 17.000 unbesetzte Stellen in der Pflege im Krankenhaus. Und einen Monat später kommt die Deutsche Krankenhausgesellschaft mit dem Vorschlag, 40.000 bis 80.000 neue Stellen zu schaffen. Da müssen wir schon mal gucken, wie wir das irgendwie übereinander bringen. Deswegen erwarte ich von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dass sie ein stimmiges Konzept vorstellt, wie sie diese Stellen besetzen möchte. Und dieses Konzept, das sage ich auch ganz deutlich in Richtung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, das darf nicht im Elfenbeinturm in Berlin erstellt werden, sondern das müssen Sie mit den Einzelnen, mit den Krankenhäusern vor Ort abstimmen, die wirklich die Praxis kennen. Das ist der Auftrag, der in Richtung der Deutschen Krankenhausgesellschaft geht. Ich möchte auch nicht verhehlen, was meine Priorität ist bei dem Ganzen. Wenn 17.000 Stellen jetzt unbesetzt sind in den Krankenhäusern, dann erwarte ich, dass diese 17.000 Stellen zuerst besetzt werden, dass man Anstrengungen unternimmt, wie man das macht. Wir haben dazu ja auch Anregungen durch die konzertierte Aktion Pflege, durch die Ausbildungsoffensive Pflege, wo wir gesagt haben, wir wollen die Ausbildungszahlen erhöhen. Das ist sinnvoll. Das sind aber 2.400 pro Jahr. Ist ein bisschen eine kleine Lücke zu 80.000.
Wir haben auch gesagt, wir wollen mehr ausländische Bildungsabschlüsse anerkennen. Da hat sich die Zahl binnen 2 Jahren verdoppelt, 10.000 pro Jahr. Aber das reicht alles nicht aus. Also insofern, wir müssen schon mal ein bisschen auf die Zahlen schauen und dort auch ein bisschen dann letzten Endes durchrechnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss leider auch noch auf einen kleinen Schönheitsfehler des Vorschlags hinweisen. Es hängt nämlich kein Preisschild dran. Und ich finde, dass die Arbeitnehmer, dass die Arbeitgeber, dass die Krankenkassen auch ein Recht haben, wenn es Vorschläge gibt, wie viel die kosten. Also wenn mir jemand ein Auto verkaufen möchte, dann möchte ich nicht nur wissen, was die Serviceleistungen sind, die steigen, sondern dann möchte ich auch gern wissen, was kostet das Auto eigentlich. Und insofern möchte ich hier auch gern wissen, was es kostet. Herr Kollege Weinberg hat richtigerweise darauf verwiesen, dass 1993 die Pflegepersonalregelung 1.0, könnte man sagen, eingeführt worden ist. Sie ist nach 3 Jahren beerdigt worden, weil es erhebliche Mehrkosten gab, die man nicht gesehen hat. Und das darf uns nicht noch einmal passieren. Es muss solide durchgerechnet werden, wenn man eine Reform macht. Was kostet das? Lassen Sie mich zusammenfassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden den Vorschlag der Krankenhausgesellschaft, des Pflegerates und der Gewerkschaften sehr gern prüfen, weil es gut ist, dass Vorschläge gemacht werden. Bislang handelt es sich um einen Wunschzettel. Die Forderung der Linken ist jetzt, dass wir den Wunschzettel 1:1 in eine Gesetzesform gießen. Da wir aber weder Weihnachtsmann noch Osterhase sind, wird das so einfach gehen, sondern wir müssen uns da ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was ist wirklich realistisch, was ist machbar. Ich erwarte jetzt, dass zuerst die Krankenhausgesellschaft ihre Aufgaben macht, dass sie uns ein Konzept vorlegt, wie sie die 17.000 unbesetzten Stellen besetzt, dass sie dann ein Konzept vorlegt, woher sie das Personal nehmen will. Und dann können wir auch gerne über die Weiterentwicklung sprechen. Darauf freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank und Glück auf. Im Januar hatte die Krankenhausgesellschaft, der Pflegerat und Verdi ein neues Instrument für eine verbindliche Berechnung des Personalbedarfs vorgelegt und das Ganze auch Jens Spahn vorgestellt. Detlef Spangenberg für die AfD hören wir jetzt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, bedarfsgerechte Personalbemessung in Krankenhäusern einführen, so der Antrag der Linken. Die Linke greift, wurde eben gesagt, ein Konzept der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat und der Gewerkschaft Verdi auf. Für mich stellt sich die Frage, warum dieser Antrag überhaupt eingebracht wird, obwohl doch Mitte Januar offiziell die Pflegepersonalregelung im Rahmen der konzertierten Aktion KAP, also Pflege, vorgestellt wurde. Und das Bundesministerium für Gesundheit hat bereits, wie eben auch gehört, eine Überprüfung oder eine Mitarbeit angekündigt. Insofern ist es nicht nachvollziehbar, warum Sie das jetzt hier einbringen. Sie fordern dabei auch noch, dass eine Verordnungsermächtigung durch das Bundesministerium mit eingeführt werden soll. Damit können Sie ja nur leichte Regelungen durchführen. Ich kann den Sinn dabei auch nicht erkennen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die AfD mit Drucksache 19/15790 vom 11.12. Bereits eingebracht hat, aufgabengerechte Personalvorgaben für alle im Krankenhaus tätigen Berufsgruppen einzuführen. Haben Sie natürlich auch schon wieder abgelehnt, weil das ja typisch ist, wenn es nicht von Ihnen kommt oder von der AfD, muss es abgelehnt werden. Das kennen wir ja. Jetzt mal die Stellungnahme dazu, was Sie hier vorschlagen. Die Einführung dieser neuen Regelung aus unserer Sicht würde voraussichtlich mehr Personal kosten, was entweder zur Folge hat, dass bei der gleichen Anzahl von Patienten mehr Pflegepersonal eingestellt werden muss. Ja, wie? Oder im Umkehrschluss bei der gleichen Anzahl von Pflegepersonal weniger Patienten behandelt werden können. Die Nachteile der jetzigen Untergrenzregelung würden womöglich bestehen bleiben, wobei die Behandlung von weniger Patienten in unserem Gesundheitssystem, ich denke, sind wir uns eigentlich nicht vorgesehen ist. Wir sehen es so, dass die Problematik des Personalbedarfs sich nicht nur auf die Kliniken bezieht, sondern für alle bettenführenden Einrichtungen, zum Beispiel auch auf die Altenpflege. Hierzu gibt es zahlreiche Berichte von Pflegeverbänden, welche eine zu hohe Belastung des Pflegepersonals beklagen. Weiterhin müssen die Einrichtungen auch in der Lage sein, hausinterne Engpässe selbstständig und flexibel zu lösen. Der Präsident der DKG, der Gerhard Gass, sprach sich für das sogenannte Ganzhauskonzept aus. Es gibt viele andere Berufsgruppen in den Krankenhäusern, auf welche die Personalbemessung ebenfalls angewendet werden müsste. Meine Damen und Herren, allerdings ist eine zeitnahe Umsetzung dieser neuen Personalregel für die Pflege in allen Klinikbereichen mit Vorbehalt zu betrachten. Es kann kein benötigtes Personal eingesetzt werden, welches auf dem Arbeitsmarkt nicht vorhanden ist. Wir haben ja nichts.
der Pflegemarkt, ja, kommt noch dazu, der Pflegemarkt ist deutschlandweit aber leergefegt, ebenfalls Präsident Gerhard Gass. Und es ist fraglich, ob diese von Ihnen vorgeschlagene Regelung eine sinnvolle Alternative zur jetzigen Personaluntergrenzenregelung darstellt. Die Einführung einer generellen Personalbemessung in den Kliniken ist stufenweise, wenn Sie es überhaupt machen wollen, umzusetzen, um den Arbeitgebern die Möglichkeit zu geben, Personal neu zu gewinnen bzw. bedarfsgerecht auszubilden. Meine Damen und Herren, sieht man sich das geplante Regelwerk an, drängt sich der Eindruck auf, dass ein erheblicher Teil der Arbeitszeit des Pflegepersonals bei dieser Regelung für bürokratische Formalien aufgewendet werden muss. Zu nennen ist wirklich, meine Damen und Herren, zu nennen ist hier vor allem ein sehr hoher Aufwand für Dokumentationspflichten. Dieses verkürzt die effektive Arbeitszeit der Patienten. Ich habe Ihnen mal das Blatt mitgebracht, das kennen Sie ja. Also ich finde das ganz toll. Ich bin Diplom-Betriebswirt, ich kriege die Krise, wenn ich das lese, sage ich ganz ehrlich. Also wenn ein Patient kommt, erfolgt eine tägliche Einstufung des Patienten in 4 Leistungsstufen der allgemeinen Pflege. A1 bis A4 Grundleistung, hochaufwendige Leistung, sogar weiter 4 Leistungsstufen der speziellen Pflege, S1 bis S4. Jede A- und S-Leistungsstufe sind entsprechende Minutenwerte zugeordnet. Zudem gibt es für jeden Patienten einen Grundwert pro Tag oder einen einheitlichen Fallwert. Die allgemeine Pflege umfasst dabei die Leistungsbereiche der Körperpflege, Ernährung, Ausscheide, Mobilisation. Da sagen Sie mal, Sie müssen ja 3 Leute haben, die nur mit dem Zettel rumrennen und das alles auflisten. Das ist doch Wahnsinn, was hier los ist. Also, meine Damen und Herren, also wer sowas auflegt, kann ich nur sagen, katastrophal, meine Damen und Herren. Also Sie haben scheinbar noch nie in der Wirtschaft gearbeitet. Also er muss ja pleite gehen. Das kann ja gar nicht klappen, wenn Sie sowas machen. Meine Damen und Herren, wünschenswert wäre ein System, welches weniger Bürokratie erfordert. Mit der Kritik an der von der Bundesregierung bisher bevorzugten Lösung, ausländische Arbeitskräfte anzuwerben, steht die AfD nicht allein da. Erfahrungen zeigen inzwischen, dass diese scheinbare Lösung nicht hält, was sie bringen soll. Andreas Mognitz, Universitätsklinikum Dresden, Markus Schüller, Universitätsklinikum Leipzig, bestätigen diese Ansicht. Zielführend ist primär eine Verbesserung der Arbeitssituation für die Pflegekräfte. Da können Sie ja wenigstens mal zustimmen. Und damit in Erhalt von aktiven Pflegekräften im Land, meine Damen und Herren. Es gibt immer noch zu viele aktive Pflegekräfte, welche aus dem Beruf rausgehen. Die brechen die Ausbildung ab und sind damit nicht mehr zur Verfügung. Es sollte vorrangig, das ist unsere Meinung, die Nutzung der potenziellen Ressourcen im eigenen Land mal geprüft werden. Wir haben über 2,4 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Vielleicht können wir mit denen mal reden, vielleicht kann man denen eine Perspektive aufzeigen. Allemal besser als das, was Sie immer so vorschlagen. Meine Damen und Herren, wir sehen es so, dass zuerst sämtliche Mittel zur Hilfe, zur Selbsthilfe im Inland ausgenutzt werden. Und erst wenn diese ausgeschöpft worden sind, dann können wir über weitere Maßnahmen nachdenken. Man sollte bedenken, dass die Anwertung von Pflegekräften auf dem Ausland einen Pflegekräftemangel in denjenigen Ländern hervorruft, aus denen sie die abziehen. Das ist Neokolonialismus, was sie machen. Sie schicken Entwicklungshilfe hin und holen die Leute wieder raus. Das ist doch völlig sinnlos, was sie hier aussehen. Meine Damen und Herren, im Kosovo beispielsweise Medienberichte, und wir wissen ja, die Medien sagen nur das Wahre. Ne? Wissen wir doch, gibt es ja nicht Lügenpresse. Die schreiben, inzwischen ist ein tiefgreifender Mangel an medizinischen Fachkräften dort entstanden. Ihre Politik? Das ist Ihre Politik. Entwicklungshilfe rein und die Leute dafür wieder raus. Meine Damen und Herren, wir dürfen die Schwierigkeiten nicht auf Kosten anderer Länder beheben. Letzter Satz. Zu berücksichtigen ist auch, dass die angeworbenen Pflegekräfte vorrangig wegen der besseren Bezahlung nach Deutschland kommen. Ist klar. Aber hier stehen wir in Konkurrenz mit der Schweiz, mit Österreich, mit Skandinavien, Holland. Die haben teilweise noch bessere Entlohnung und bessere Bedingungen. Das heißt also, die angeworbenen Kräfte können gegebenenfalls nur kurz bei uns bleiben, gehen dann in die Länder oder zurück in die Heimat. Ich muss noch mal eins sagen. Das ist ja hausgemacht, was wir hier haben. Das gebe ich Ihnen recht. Das ist ja schon seit vielen Jahren das Thema. Und die Prognosen, und da frage ich mich, was Sie überhaupt bisher gemacht haben, wo Sie regiert haben. Wir haben Universitäten, wir haben Hochschulen, wir haben dort Statistiker, Lehrstühle, die können Ihnen genau ausrechnen bei der Bevölkerungsentwicklung, wie alt die Leute werden, was für Krankheiten kommen, was sie brauchen. Das gleiche Problem wie bei Lehrern. Sie sind unfähig, den Laden zu regieren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der SPD der Kollege Dr. Edgar Franke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gute Pflege im Krankenhaus braucht immer einen fairen Rahmen. Eine bedarfsgerechte Pflegepersonalbemessung könnte ein Teil eines solchen Rahmens sein. Das sage ich ausdrücklich Richtung Harald Weinberg. Denn
Pflegekräfte, das ist so, stehen in unseren Krankenhäusern unter großem Druck. Und warum ist das so? Auch Harald Weinberg hat es angesprochen, weil die Einnahmen der Krankenhäuser aus den Fallpauschalen tatsächlich zweckentfremdet werden, und zwar für Investitionen. Ich habe es gestern gesagt, zuständig sind ja für Investitionen eigentlich die Bundesländer. Und für diese Investitionen sind die Fallpauschalen nämlich nicht gedacht und müssen trotzdem viele Gelder erwirtschaften. Das ist ein Strukturproblem. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, man rechnet ungefähr, dass dieses Jahr oder letztes Jahr 4 Milliarden im Jahr fehlen, und hochgerechnet in den letzten 10 Jahren fehlen 30 Milliarden Euro. Und um diese Unterfinanzierung haben in der Vergangenheit, auch das muss man ausdrücklich sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern und die Patienten ausbaden müssen. Deshalb müssen die Länder endlich mehr Geld in die Hand nehmen, ja? Und wir müssen vor allen Dingen auch für bedarfsnotwendige Krankenhäuser können sich die Länder nicht drucken. Und sonst, sage ich hier auch, ist die duale Krankenhausfinanzierung nicht mehr zu halten. Das muss man ganz klar auch hier im Bundestag sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Verdi mahnt zu Recht an. Viele Pflegekräfte haben mit enormer Arbeitsverdichtung zu kämpfen. Und wir als Politik, auch wir als Große Koalition, wir als Bund, wenn Sie so wollen, Herr Kraus hat gesagt, haben gehandelt. Wir haben die Pflegepauschalen aus den die Pflegekosten aus den Fallpauschalen herausgelöst. Wir finanzieren komplett Tarifsteigerungen. Auch jede neue Pflegestelle wird zu 100% refinanziert. Und wir haben zusätzlich in allen bettenführenden Abteilungen Personaluntergrenzen eingeführt. Also es lohnt sich nicht mehr, in Krankenhäusern auf Kosten des Personals zu sparen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dafür haben wir als Große Koalition halt auch gesorgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir refinanzieren also die Pflege inzwischen komplett ab diesem Jahr. Das bedeutet, egal wie viele Pflegekräfte eingestellt werden, sie werden von den Kassen bezahlt. Das ist gut und das ist richtig. Aber wir brauchen auch ein Korrektiv, sonst haben wir einen Vertrag zulasten Dritter. Die Kassen sollen ja nur die bedarfsnotwendige Pflege bezahlen müssen, und das, glaube ich, ist nachvollziehbar. Insofern könnte eine an den Bedürfnissen der Pflege, an den tatsächlichen Bedürfnissen der Pflege ausgerechnete Personalbemessung ein ideales Korrektiv sein, die das bilden könnte und begrenzen könnte. Auch deswegen, aber nicht nur deswegen, begrüßen wir als SPD-Fraktion grundsätzlich den Vorschlag der Pflegepersonalregelung, die PPR 2.0, grundsätzlich jedenfalls. Der Vorschlag, auch das hat Harald Weinberg gesagt, wurde ja gemeinsam von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat und Verdi entwickelt, eine überraschende Koalition. Und man fragt sich schon, wie der Hintergrund ist. Auf jeden Fall lohnt es sich gerade, einen Blick darauf zu machen. Der Vorschlag sieht ja vor, wir wissen, dass der Pflegebedarf im Krankenhaus auf Basis von Minutenwerten gemessen wird. Das ist sicherlich sinnvoll. Diese Minutenwerte sollen auch den individuellen Pflegebedarf der Patienten ermitteln, und sonstige Aufgaben sollen auch hier ohne direkten Patientenbezug mit einbezogen werden. Wir haben schon gehört, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Gesundheitsministerium liegt der Vorschlag vor, und das Gesundheitsministerium hat auch dankenswerterweise festgestellt, dass wir es sich mit dieser Reform, mit diesen Vorschlägen auseinandersetzen will. Wir Sozialdemokraten sind jedenfalls der Meinung, der Vorschlag geht zumindest in die richtige Richtung. Wir müssen sicherlich immer aufpassen, dass solche Instrumente nicht zu unnötiger Bürokratie führen, aber man braucht auch ein Stück weit Bürokratie, um zu dokumentieren, Herr Spangenberg. Es ist so, dass wir klären müssen, ob wir die Personaluntergrenzenverordnung noch brauchen, ob wir diese rote Haltelinie noch brauchen. Das muss sicherlich geprüft werden. Sie wissen, aktuell haben wir diese ausgesetzt, um die Krankenhäuser im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu unterstützen, um ein möglicherweise, wenn es ernst wird, einen flexiblen Pflegeeinsatz zu gewährleisten. Ich glaube, das ist vorausschauend und hat nichts mit der täglichen Praxis zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist richtig, wenn wir uns alle einen Tisch setzen, wenn wir Pflegepersonalbemessungsinstrumente zusammen noch mal diskutieren. Denn Pflegekräfte und auch Pfleger
brauchen etwas, was ihnen oftmals im Pflegealltag fehlt, nämlich Zeit. Zeit, um dem Patienten mehr Zuwendung entgegenzubringen. Denn ich muss eins ganz klar sagen, Empathie, menschliche Zuwendung lassen sich nicht durch Effizienz, lassen sich auch nicht durch Standardisierung und lassen sich auch nicht durch noch so genaue Pauschalen ersetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme zum Schluss. Wir Sozialdemokraten wollen die Rahmenbedingungen der Pflege weiter verbessern, mehr Pflegekräfte, bessere Arbeitsbedingungen und auch mehr Geld in der Pflege. Das ist und bleibt der rote Faden sozialdemokratischer Gesundheitspolitik, aber ist auch, denke ich mir, ein roter Faden unserer Koalitionsarbeit, die wesentlich besser ist, als er manchmal hier dargestellt wird. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Prof. Dr. Andrew Ullmann. Und es gab einen Wechsel in der Sitzungsleitung. Hans-Peter Friedrich ist jetzt als Bundestagsvizepräsident hier mit der Sitzungsleitung. Meine Damen und Herren, ja, wir brauchen mehr Pflegekräfte. Der Mangel ist groß. In der Corona-Epidemie wird dies noch deutlicher werden. Gerade Pflegekräfte auf den Intensivstationen brauchen wir dringend, um diese noch anlaufende Pandemie zu meistern. Doch wo stehen wir heute? Das PPSG ist meiner Meinung nach bereits gescheitert. Personalnotstand in der Pflege hat sich nicht ausreichend in Deutschland geändert, denn die Gründe des Pflegenotstands wurden nicht beseitigt. Seit Jahren klagen die Pflegekräfte über unhaltbare Zustände in den deutschen Krankenhäusern und geändert hat sich bislang nichts. Kolleginnen und Kollegen, als ich vor 2 Jahren hier im Bundestag gewählt wurde, wurde ich von meiner Station verabschiedet mit den Worten: Bitte vergisst uns nicht. Das kam vor allem von den Pflegekräften. Denn mir ist sehr bewusst, auch als Arzt, die machen einen super Job, arbeiten bis an ihre Leistungsgrenze, aber es ist auch endlich an der Zeit angekommen, dass wir auch Danke sagen, denn diese Menschen halten dieses marode System auch aufrecht. Mutig müssen wir die Herausforderungen anpacken, denn die Zeit drängt. Hauptursache im stationären Sektor sind die zu hohen Fallzahlen und zu viele Leistungen in zu vielen deutschen Kliniken. Die seit Jahren, und der Herr Frank hat es gerade auch noch angesprochen, seit Jahren ungenügende Finanzierung seien der Länder, die auch die Unikliniken betrifft, wurde durch Mengenausweitungen und Personaleinsparungen, insbesondere bei Pflegekräften und anderen nichtärztlichen Kräften, kompensiert. Das geschah in den Kliniken freilich nicht in böser Absicht, sondern um Standorte am Leben zu erhalten, die es für die medizinische Versorgung vielfach nicht ausreichend ausgestattet sind. Ausgelaugte und an ihre Kapazitätsgrenzen arbeitende ärztliche und nichtärztliche Kräfte sind demnach in diesen hochtourigen laufenden Hamsterräder gefangen. Doch durch die zunehmende Arbeitsverdichtung driften für viele im Krankenhaus Tätigen das persönliche Berufsverständnis und die medizinische wie auch pflegerische Realität immer weiter auseinander. Es bleibt kaum noch Zeit für die Patienten, keine Zeit für sprechende und zuwendende Medizin. Und da hat Edgar Franke richtig recht. Da ist sicherlich auch die duale Finanzierung mit dran schuld. Und das müssen wir auch gemeinsam ändern. Ich habe mich gefreut, dass ich die Signale von der SPD gerade gehört habe. Die Personaluntergrenzen hat sich in der Versorgungssituation verschlechtert. Pflegebereiche kannibalisieren sich gegenseitig. Pflegekräfte werden aus der ambulanten Versorgung in Krankenhäusern abgeworben. Andere Krankenhäuser bekommen keine Bewerbungen. Intensivbetten, das gerade in der Corona-Krise, werden wegen der Nichteinhaltung der Personaluntergrenzen geschlossen. Schauen wir mal. Das zeigt eigentlich, wie unflexibel das System ist, dieser sturen planelementischen Planungen. Aber ich denke, wenn da Fragen sind, können Sie Fragen stellen. Ansonsten würde ich gerne weitermachen. Denn per se ist das PPR 2.0 brauchbar. In der Planung ist es gut zu wissen, welches Personal notwendig ist, um eine qualitativ hochwertige gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten. Doch die Ursache fehlt weiterhin. Auf dem freien Markt fehlen diese Fachkräfte. Und Herr Kraus hat es auch richtig gesagt, bis zu 80.000 Menschen fehlen, Fachkräfte fehlen für die Krankenhäuser, für die Pflegestellen. Und meine Frage ist letztendlich, woher sollen wir diese Kräfte hernehmen? PPSG war bislang nicht erfolgreich
Und PPR 2.0 wird es sicherlich auch nicht kompensieren. Denn solche planwirtschaftliche Elemente, meine Damen und Herren, ist zum Scheitern verurteilt. Es gilt vielmehr, das Grundübel zu beseitigen. Und das sind ganz klar fehlende Krankenhausstruktur. Wenn Sie eine Frage stellen, bitte fragen Sie. Die fehlende Krankenhausstrukturreform, schlechte Finanzierung der Krankenhäuser, es fehlt die Fachkräfte und fehlende Ausbildungsinitiative. Denn was wir jetzt brauchen, liebe CDU, eine echte Pflegeausbildungsoffensive, was wir bisher haben, eine Ausbildungsoffensive, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn wer wirklich nachhaltige Gesundheitsversorgung haben will, muss sich von der liebgewonnenen Planelementen verabschieden und neben Krankenhausstrukturreform die Ausbildung eines attraktiven und zukunftsorientierten Berufes investieren. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie bitte gesund. Vielen Dank, Herr Kollege. Die nächste Rednerin, die Kollegin Cordula Schulz-Asche, Bündnis 90 Grüne. Sie ist die Sprecherin für Alten- und Pflegepolitik der Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die ganze Welt redet heute darüber, wie wir die Corona-Epidemie in den Griff bekommen. Und ich glaube, wir werden alle zusammenwirken dafür. Aber ein wichtiger Teil, um dieses Problem zu lösen, ist Solidarität. Solidarität mit den betroffenen Menschen, Solidarität aber auch mit den Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Und das gilt auch ganz besonders für die Pflege, denn das sind die Personen, die am meisten Kontakte haben mit den Patienten und Patientinnen. Meine Damen und Herren, die besondere Rolle der Gesundheitsberufe müssen wir tatsächlich ansprechen und insbesondere die Pflege, insbesondere die Fachpflege, und zwar nicht nur die in den Krankenhäusern, sondern die auch in den Heimen und auch die im häuslichen Bereich. Meine Damen und Herren, ohne die gute Pflege werden wir es nicht schaffen, die demografischen und auch die aktuellen Probleme, die wir haben, zu lösen. Wir brauchen starke Pflegekräfte. Ich beklage hier an diesem Pult seit Jahren, und nicht nur ich, beklagen wir, dass die Pflege nicht ernst genommen wird, dass die Pflegekräfte nicht mehr ausreichen. Und ich habe eine Kollegin, die hat mir gerade erzählt, die war gestern bei einer Veranstaltung mit 100 Pflegeschülern. Ja, dann hätten wir kein Problem, Entschuldigung, ja, also mit 100 Pflegeschülern. Und bei der Frage, wer von diesen Fachschülern überhaupt in den Beruf gehen will, haben sich nur 10% der Anwesenden gemeldet. Das ist die Situation, die wir im Moment haben. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass es bessere Arbeitsbedingungen gibt. Deswegen bin ich so froh, dass Bündnis 90 Die Grünen jetzt 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich fordert. Und ich glaube, wir müssen ernstlich endlich rangehen, dass wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen brauchen, und dazu gehören auch Fachkräfte aus dem Ausland, ein ganzes Bündel brauchen, wenn wir den Pflegenotstand endlich beenden wollen. Nun kann man tatsächlich nicht sagen, dass diese Regierung nichts getan hat, um dagegen etwas zu tun. Und ein Beispiel ist das, worüber wir gerade reden, oder beziehungsweise den Antrag der Linken dazu, nämlich die Personaluntergrenzen in Krankenhäusern für bestimmte Fachabteilung. Kollege Warnberg, ich bin ein bisschen verwundert, weil ich kann mich gut erinnern, als wir das Gesetz hier beraten haben, haben Sie das auch sehr kritisch gesehen. Jetzt heute haben Sie es verteidigt, fand ich jetzt etwas erstaunlich. Meiner Meinung nach ist das ein falscher Ansatz. Wir haben gesehen, dass die Personaluntergrenzen zu faktischen Grenzen, zu Personalbestimmungen wurden, zum Standard wurden. Und das ist genau das Problem, das wir mit diesem Gesetz zu den Untergrenzen haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen dringend keine Untergrenzenfestlegung, keine Verschiebung zwischen einzelnen Fachbereichen und Berufsgruppen in der Pflege, sondern wir brauchen eine ganz konkrete Personalbemessung, die sich am den Personalbedarf, am tatsächlichen Pflegebedarf bestimmt. Dafür gibt es Instrumente, und diese Instrumente müssen jetzt schnell eingeführt werden. Der Standard, den wir brauchen, ist nicht die Untergrenze. Der Standard, den wir brauchen, ist gute Pflege. Deswegen werden wir auch dem Antrag der Linken zustimmen, weil wir der Meinung sind, dass hier im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege tatsächlich auch das Ziel war, Vorschläge zu entwickeln. Wir haben hier einen Vorschlag vorliegen, der jetzt von der Linken hier per Antrag eingebracht wird. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist nicht die Lösung, aber es ist ein wichtiger Zwischenschritt, und deswegen werden wir ihm zustimmen.
Wir müssen doch endlich begreifen, dass wir in diesem Bereich nicht mehr weiter reden können, sondern dass wir handeln können. Und das heißt, dass wir auch sicherstellen, dass die Finanzierung der Pflege auf eine andere Grundlage gestellt wird, als wir das bisher haben. Wir haben das Problem, dass jede Qualitätsverbesserung, wenn wir sie dann durchbekommen, im Moment in bestimmten Bereichen ausschließlich von den Pflegebedürftigen geleistet wird. Auch das ist eine Verwerfung in der Finanzierung unseres Systems. Nicht nur die unzureichende Finanzierung der Krankenhäuser, sondern auch die unglaublich ungerechte Finanzierung der Pflege in Pflegeheimen und in der häuslichen Pflege. Und deswegen brauchen wir eine grundsätzliche Debatte über die Finanzierung von guter Pflege. Meine Damen und Herren, die Gesellschaft braucht nicht nur beste Pflegefachkräfte, das gilt immer und gerade in der aktuellen Situation, sondern wir brauchen als ganze Gesellschaft gute Pflege. Ich danke Ihnen. So, wir befinden uns mitten in einer Debatte hier über die Frage, wie viel Pflegepersonal in Kliniken nötig, sinnvoll und angemessen ist. Wir hören rein. Heike Behrens spricht für die SPD. Mehr qualifiziertes Personal bedeutet weniger Todesfälle, weniger Komplikationen nach Operationen, weniger Dekubiti, weniger Lungenentzündung. Und man könnte die Liste fortsetzen. Und darum, für uns als SPD ist klar, Pflege im Krankenhaus darf kein Spielball sein, mit dem man je nach Kassenlage beliebig jonglieren kann. Pflege ist maßgeblicher Bestandteil des Leistungsgeschehens und unverzichtbar für Qualität und Erfolg der Krankenhausbehandlung. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz war ein wichtiger Schritt, um zusätzliche Personalstellen zeitnah in den Krankenhäusern besetzen zu können. Aber auf Dauer hilft nur eine verbindliche und gerechte Personalbemessung für alle Leistungsbereiche des Krankenhauses. Und deshalb ist es gut, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft, Verdi und der Deutsche Pflegerat gemeinsam einen Vorschlag gemacht haben, als Übergangslösung, als sozusagen Zwischenschritt. Und da schließe ich mich den Ausführungen von Cordula Schulz-Asche an, ein Zwischenschritt auf dem Weg hin zu einem wissenschaftlich fundierten, am Versorgungsbedarf der Patientinnen und Patienten orientierten Personalbemessungsverfahren, das aber alle Pflegeprofessionen, alle Professionen einbeziehen muss, die am Gelegenen des Pflegeprozesses beteiligt sind. Ja, wir brauchen mehr Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern, und dafür kämpfen wir als SPD. Und insofern freuen wir uns auf die Diskussion über diesen Antrag. Vielen Dank. Denn der Antrag der Linken, der hier ja die Grundlage dieser Debatte ist, der wird heute noch nicht abgestimmt, geht erstmal in die Ausschüsse. Tino Sorge jetzt für die Union. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir sehen es dieser Tage sehr deutlich. Unser Land braucht eine leistungsfähige Krankenhaus- und Pflegelandschaft. Und gerade in der jetzigen Situation mit dem neuen Coronavirus. Ich möchte deshalb zuerst einmal einige Worte jenen widmen, die im Gesundheitswesen in diesen Tagen wirklich Außergewöhnliches leisten, die mit aller Kraft daran arbeiten, das Coronavirus zu bekämpfen. In Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, in Pflegediensten, in Laboren, in Arztpraxen, in Apotheken, im öffentlichen Gesundheitsdienst, in vielen, vielen anderen Bereichen ebenso. Ein ganz großes Lob an Sie alle. Wir alle schauen auf Sie, wir sehen, was Sie leisten, und Sie haben unsere volle Unterstützung. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der heutigen Debatte geht es aber ganz konkret um das Personal in den Krankenhäusern. Und da gibt es diejenigen, die die Dinge sehr gern schlecht reden. Und es gibt diejenigen, die die Dinge anpacken, die Probleme lösen wollen. Und weil die Kollegen der Linken es ja sehr gern hier verdrängen, wir erinnern uns mal, wie sehr wir die Situation in den Krankenhäusern allein in den letzten Monaten doch verbessert haben. Wir haben mit dem Faire Kassenwettbewerbsgesetz den Krankenhäusern zusätzlich 250 Millionen Euro zukommen lassen. Das heißt, eine Viertelmilliarde, mit der Tarifsteigerung in der Pflege aufgefangen werden sollen. Wir haben mit dem MDK-Reformgesetz die Abrechnung tagesbezogener Entgelte erhöht. Das heißt, der Pflegebasisentgeltwert steigt auf fast 150 Euro. Und wir haben auch bei den pflegeentlastenden Maßnahmen nachjustiert. Das heißt, auch hier gibt es noch mal 150 Millionen mehr für die Kliniken. Und nicht zu vergessen das Pflegepersonalstärkungsgesetz, in dem wir festgeschrieben haben, dass jede neue Pflegestelle im Krankenhaus refinanziert werden soll.
Und ja, das ist ja in der Debatte auch angeklungen, wir können uns Pflegefachkräfte nicht backen, leider. Wir müssen aber dafür sorgen, dass wir auch in den Diskussionen, und da geht es auch um Sachlichkeit, nicht den Eindruck erwecken, als würden wir hier untätig sitzen und da nichts verbessern wollen. Und das machen Sie als Opposition ja sehr gern, gerade von der linken Seite. Aber Sie wissen ja auch, wir als Union und unser Minister Jens Spahn sind die, die liefern, selbstverständlich mit unserem Koalitionspartner der SPD. Also insofern lassen Sie uns da auch ein bisschen sachlicher bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Personalbemessung ist natürlich ein Thema, was wir sehr häufig zu Recht auch sehr konstruktiv und gleichzeitig aber auch sehr kontrovers diskutieren. Denn das ganze System lebt natürlich auch davon, dass man es laufend anpasst, dass man es weiterentwickelt. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir als Union haben. Das ist der Ansatz unseres Bundesgesundheitsministers ganz konkret. Und das sehen wir in der jetzigen Situation. Die Pflegepersonaluntergrenzen sind hier nicht statisch, sondern wir haben sie wegen der aktuellen Corona-Situation ausgesetzt. Und das ist auch gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, es ist ja auch immer ganz nett und gut gemeint, wenn Sie die Bundesregierung in Anträgen auffordern, neue Ideen zur Pflegepersonalbemessung in die Praxis umzusetzen. Aber sie sind leider wie meist zu spät. Und das BMG, das wissen Sie auch, Bundesgesundheitsministerium, ist bereits seit Januar dabei, die Vorschläge zu einem neuen Instrument zu bewerten. Und das, was Sie hier fordern, sind mal wieder nur Schnellschüsse. Und das ist das Letzte, was die Kliniken brauchen. Das ist das Letzte, was die Pflegekräfte brauchen. Und das ist im Übrigen auch das, was die Pflegekräfte Ihnen vor Ort und auch uns erzählen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, um es auch mal grundsätzlich zu sagen, gute Krankenhauspolitik besteht auch daran, dass man am bestehenden System kontinuierlich feinjustiert, dass man auch nachbessert. Und das, was Sie hier fordern, heißt natürlich auch ein überstürzter Wechsel von einem System zum nächsten. Das hilft weder den Krankenhäusern, das hilft weder den Pflegerinnen und Pflegern vor Ort. Und das ist leider wieder nur Aktionismus. Und insofern geht es darum, dass wir gerade bei der Frage auch der DRGs, das haben wir ja hier auch diskutiert, ist ja völlig richtig, da müssen wir auch in Richtung Länder sagen, die Länder müssen ihren Investitionskostenverpflichtungen nachkommen, damit wir eben nicht die Situation haben, dass aus diesen Fallpauschalen letztendlich die Investitionskosten herausgepresst werden. Und da kann ich auch nur sagen, das betrifft nahezu jedes Bundesland. Und Herr Weinberg, da erwarte ich auch, dass Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in Berlin sprechen. Und da müssen Sie auch in Thüringen mit Herrn Ramelow sprechen, dass man das, was Sie hier immer Wohlfall fordern, letztendlich dann auch in den Ländern, wo Sie auch mit in Regierungsverantwortung sind, macht. Und das wäre der Ehrlichkeit halber wichtig. Und um es ganz klar zu sagen, der Antrag ist auch handwerklich unausgegoren. Da behaupten Sie zum Beispiel wörtlich, dass die bisherigen Pflegepersonaluntergrenzen ohne pflegerische Expertise erarbeitet worden seien. Nur mal zur Erinnerung, daran waren beteiligt der Deutsche Pflegerat, der GKV-Spitzenverband, die Krankenhausgesellschaft, das BMG, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Patienten und Fachverbände. Und dann wollen Sie ja ernsthaft sagen, von all diesen Akteuren hätte nicht ein einziger pflegerische Expertise. Und deshalb ist jetzt auch ganz konkret meine Frage, wo sehen Sie denn pflegerische Expertise? Sind das Ihre Strategiekonferenzen, die Sie machen, oder wo sehen Sie die? Also insofern, morgen ist zwar Freitag der 13., aber lassen Sie uns doch ein bisschen sachlich bleiben, das nicht auf die Spitze treiben. Und insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört zur Wahrheit auch dazu. Wir können viel über die Bemessung von Personalbedarf sinnieren, aber auch angesichts der Realitäten des Arbeitsmarktes muss es uns doch darum gehen, dass wir die Priorität darauf setzen, auf die es ankommt, nämlich auf die Personalgewinnung. Und insofern arbeiten wir als Union mit Hochdruck daran, die Personalgewinnung gerade in der Pflege voranzutreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser klares Ziel ist dabei natürlich, möglichst viele junge Auszubildende, aber auch den einen oder anderen erfahrenen Rückkehrer, das ist ja genau die Diskussion, die wir haben, für diese Berufung zu gewinnen. Und ja, das ist die entscheidende Herr Kollege Sauer, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Der Kollegin der Grünen. Maria Klein-Schmeigen, natürlich, sehr gern. Danke sehr für die Zulassung der Frage. Welches Signal geben Sie als Vertreter der Unionsfraktion denn dem Nachwuchs bei den Pflegekräften, wenn die Sie fragen, was können Sie uns zusichern, was sich verändert, damit ich in diesem Beruf bleiben kann, diese 10 von 100
gestern in dieser ganzen Jahrgangsstufe. Das hat mich sehr erschüttert, muss ich sagen. Und ich habe auch gedacht, was sagen wir denen denn? Was ist an Sicherheit da, dass sich tatsächlich etwas in diesem Berufsfeld verändern wird? Was sagen Sie? Ja, also wie gesagt, ich war selbst letzte Woche bei mir im Mahlkreis auf einer Veranstaltung. Magdeburg ist eine der ersten Städte, beziehungsweise Sachsen, das erste Bundesland neben Hamburg, die eben auf die generalistische Pflegeausbildung aussetzen. War bei einer Veranstaltung, da waren eine Menge Pflegefachkräfte da, Azubis. Und natürlich geht es denen darum, einerseits Wertschätzung zu bekommen. Das ist ja genau das, was wir wollen, dass wir sagen, wer in die Pflege geht als Pflegefachkraft, der macht einen super Beruf. Das ist ein Beruf mit Zukunft, das ist ein Beruf, da braucht man Empathie, das ist ein krisenfester, zukunftssicherer Beruf. Und wir helfen diesen Menschen nicht, wenn wir hier immer alles schlecht reden, wenn wir sagen, die Pflege ist schlecht, in der Pflege läuft alles schief. Das ist nicht der richtige Weg. Was wir machen müssen, ist natürlich die Verhältnisse in der Pflege verbessern. Da geht es um die Frage Vereinbarkeit Familie und Beruf. Da geht es um die Frage Planbarkeit. Werde ich nicht ständig aus meinem Frei geholt? Da geht es natürlich auch darum, haben wir genug Pflegefachkräfte? Aber das eine bedingt das andere. Da gehört eine gute Bezahlung dazu. Und da haben wir doch, Frau Kleinschmeink, das wissen Sie doch auch, in den letzten Jahren, wir sind ja gar nicht weit auseinander, aber haben wir doch in den letzten Jahren viele gute Dinge auf den Weg gebracht. Und dann lassen Sie uns doch auch darüber sprechen, was Gutes geschehen ist und gleichzeitig auch, was wir an den jeweiligen Stellen verbessern können. Und nicht immer nur sagen, alles ist schlecht, wir müssen das System komplett ändern und das, was gemacht worden ist, das ist sowieso nicht zielführend. Also insofern lade ich Sie gerne dazu ein, arbeiten Sie weiter mit uns zusammen. Wir sind in vielen Bereichen überhaupt nicht weit auseinander. Wir alle wollen eine gute Pflege. Wir alle sind den Pflegefachkräften sehr, sehr dankbar und ich hoffe, dass viele, viele junge Menschen sich für diesen Job entscheiden, weil es ist ein toller Job, Herr Präsident. Sie können sich wieder hinsetzen. Und insofern darf ich auch noch mal darauf hinweisen, das war ja auch das Petitum, dass wir eben letztendlich die eine Seite bespielen und sagen, natürlich Wertschätzung, gleichzeitig die entsprechende Regelung, da sind wir momentan dabei, da geht es um Personalgewinnung auch im Ausland, genauso wie im Inland. Und daran arbeiten wir mit Entschlossenheit, aber auch mit der nötigen Besonnenheit. Dazu lade ich Sie alle ein, sehr gern auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken und von der ganzen Opposition. Dann werden wir da sicherlich auch zu einem guten Ergebnis kommen. Mehr Leute, Menschen, gerade junge Menschen in die Pflege bekommen, das ist unser aller Ziel. Das wollen wir alle. Und insofern herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Laut einer Befragung des Deutschen Krankenhausinstitutes gibt es bei 4 von 5 Krankenhäusern Probleme, offene Pflegestellen überhaupt zu besetzen. Letzter Redner jetzt Dirk Heidenblut für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst mal bin ich ganz froh, weil ich habe den Eindruck, in einem Punkt sind wir uns alle einig, nämlich dass die Menschen, über die wir hier reden, die Pflegefachkräfte in den unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens, ein zentraler Teil des Gesundheitswesens, wenn nicht das Rückgrat, Kopf und Herz des Gesundheitswesens sind. Und das ist ja erstmal ganz entscheidend. Vor dem Hintergrund bin ich auch sehr dankbar für den Antrag, der hier vorgelegt wird. Ich bin auch dankbar dafür, dass sich der Deutsche Pflegerat, die DKG und Verdi auf so etwas verständigt haben wie das, was hier vorliegt, weil ich halte das für eine richtige, eine gute, eine vernünftige und eine wegweisende Verständigung. Und ich sage mal, wenn ich hier höre, dass alle auch Dank aussprechen, dem ich mich übrigens ausdrücklich anschließe, nicht nur übrigens in der Corona-Krise, sondern bei dem, was die Pflegekräfte insgesamt leisten und machen und was die Menschen im Gesundheitswesen leisten, muss ich eins für meine Fraktion aber ganz deutlich sagen. Für uns ist das, was hier vorgelegt wurde, keineswegs eine Wunschliste. Ich finde auch den Begriff Wunschliste an der Stelle völlig deplatziert, sondern das ist eine klare, strukturierte und vernünftige Forderung. Und sie richtet sich eben auch keineswegs an den Osterhasen oder den Weihnachtsmann. Auch das finde ich sehr deplatziert. Sie richtet sich an uns als Gesetzgeber. Das scheint der ein oder andere nicht zu wissen oder sich als Gesetzgeber nicht in der Pflicht zu sehen. Sie richtet sich an uns als Gesetzgeber und natürlich müssen wir da was tun. Und vor dem Hintergrund ist es auch richtig, den Finger in die Wunde zu legen. Und das schmälert übrigens nicht das, und davon gehe ich aus, dass das Bundesministerium bereits intensiv dabei ist, genau diese Frage auch anzugehen und hoffentlich in Kürze auch einen, liebe Kollegin, Zeitplan und eine klare Struktur dazu vorlegen wird. Aber trotzdem ist es richtig und gut, wenn wir uns mit der Frage auch als Parlament beschäftigen. Insofern freue ich mich und Kollege Weinberg, Sie können sicher sein, wir werden das wohlwollend miteinander diskutieren. Ob wir das wohlwollend dann in genau dem Sinne abschließen, schauen wir noch mal. Aber diskutieren werden wir es und wir werden es vor allen Dingen wohlwollend im Interesse der Fachkräfte und der Patientinnen und Patienten, das darf ja nie vergessen,
lassen werden, diskutieren und müssen da auch zu einer Lösung kommen. Ich möchte die kurze Zeit, die mir noch bleibt, gerne aber noch für einen kleinen Seitenweg benutzen, denn wir haben bei diesem ganzen Paket einen großen Bereich schon Kliniken nicht berücksichtigt. Das sind nämlich die psychiatrischen, psychosomatischen Kliniken. Da haben wir noch mal ein anderes System. Auch da gibt es eine allerdings nicht so breite Einigung. Da war nämlich die DKG nicht beteiligt oder zumindest nicht sehr einverstanden. Aber es gibt zumindest, und das haben wir als Koalition durchgesetzt, eine verbindliche Folgeregelung für die PsychBV. Sie ist also nicht einfach, wie das vorgesehen war, ausgelaufen. An der Stelle müssen wir aber zwingend auch noch mal ansetzen. Auch da ist es wichtig, ein Personalbemessungsinstrument zu schaffen, das alle Berufsgruppen berücksichtigt und das insbesondere übrigens auch noch mal die Frage, und das finde ich, wird zu Recht aus der Richtung auch immer wieder vorgebracht, die Frage der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beleuchtet, denn die sind tatsächlich in der alten PsychBV schon nicht vernünftig abgebildet und das Problem wird auch jetzt noch nicht wirklich gelöst. Da müssen wir vorgehen. Da würde ich mir wünschen, wenn wir den GPA sehr schnell und sehr konsequent beauftragen, in vernünftige Richtung zu gehen. Es gibt da ja aus den Fachkreisen gute Expertise und auch vernünftige Vorlagen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass das, was wir als Koalition schon auf den Weg gebracht haben, was als Auftrag schon im Gesetz steht, nämlich das bezogen auf die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, man sich das sehr genau noch mal anguckt und die Personalausstattung vernünftig mit berücksichtigt, insgesamt im Bereich der Psychotherapie auch berücksichtigt wird. In diesem Sinne freue ich mich auf die weiteren Diskussionen. Ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir uns mit dem Personal im Gesundheitswesen gut und intensiv beschäftigen. Und übrigens die Frage immer, Fachpersonal ist nicht da und machen wir das, das ist so ein bisschen Henne und Ei. Wenn wir nicht das Signal setzen, dass es für die Arbeit besser wird, dass es auf der Arbeitsstelle besser wird, wird auch das nicht dazu führen, dass wir mehr Fachkräfte bekommen. Insofern packen wir es an. Dankeschön. Sagt Jörg Heidenblut für die SPD, letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Der Antrag der Linksfraktion, das war ja die Grundlage dieser Debatte, der wird jetzt erstmal in die Ausschüsse überwiesen.